Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus Dubai. Heute geht's hier ins Dubai Aquarium und den Underwater Zoo in der Dubai Mall. Seit wir tauchen, sind wir zwar nicht mehr die allerbesten Freunde, was Tiere in Gefangenschaft angeht, aber das Ticket war nun mal beim Big Bus Premium Pass mit dabei. Und wo wir jetzt schon mal hier sind, können wir uns die ganze Geschichte auch mal anschauen. Ich werde jetzt natürlich nicht so wie in meinen Tauchvideos jetzt hier alle Tiere benennen. Falls ihr natürlich Fragen zu irgendwelchen Tieren habt, schreibt es mir in die Kommentare mit Zeitangabe und ich kümmere mich dann um die Identifikation. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß.
So, das war's hier aus dem Aquarium und dem Underwater Zoo in der Dubai Mall. Es ging natürlich nicht ohne Aufreger vonstatten. Habt ihr im Video den Kunde gesehen, der die kleinen Katzenhaie angefasst hat? Also Leute, da hört für mich echt der Spaß auf. Also man muss doch nicht alles antatschen. Hier, guck mal, ein Hai. Da ist mir echt die Hutschnur geplatzt. Der Kollege hat noch nicht mal verstanden, warum ich ihm in die Schranken gewiesen habe. Ja, nun gut, Idioten gibt's halt überall. Also Leute, denkt immer daran, die Unterwasserwelt ist einfach kein Streichelzoo. Dafür könnt ihr gerne in den nächsten Zoo gehen und ein paar Ziegen oder Hausschweine streicheln. Aber bitte lasst eure Hände von Meereslebewesen, ob in Gefangenschaft oder beim Schnorcheln oder Tauchen, lasst einfach die Finger davon, ihr tut den Tieren damit kein Gefallen. Trotz allem hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wir rennen jetzt wieder zum nächsten Big Bus und machen einen Trip ins alte, ursprüngliche Dubai und in das dortige Museum. Also freue ich mich natürlich, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Olli.